könnte also Material von der Erdoberfläche sein. Ja. Ich bin wieder nicht so weit mit Platzangst. Ein wunderschön, hier aus der Unterwelt. Ja, ich befinde mich hier heute in der Kattensteinhöhle. Wer meinen Kanal schon länger kennt, der weiß, dass ich hier auch schon ein paar Mal war. Ja, und heute zeige ich euch mal ein paar neue Gänge, die wir gefunden haben. Wir waren nämlich vor einiger Zeit, also wir, sind da Thorsten noch ein Kollege hier unterwegs und haben hier so ein paar neue Ecken freigelegt, neue Gänge erkundet. Und aktuell befinde ich mich im hinteren Teil der Höhle. Wer meine Videos kennt, dem könnte das hier vielleicht bekannt vorkommen. Aber da hinten ist nämlich die Halle mit dem ganzen Sinter, praktisch das letzte Stück der Höhle. Und wo ich mich gerade befinde, beziehungsweise drin stehe, das habt ihr schon mal in meinem letzten Video hier gesehen. Da ist nämlich der Thorsten hier kurz rein verschwunden. Ja, und was sich hier noch so an Gängen verbirgt, das zeige ich euch jetzt. Achso, nicht, dass ja einer denkt, ich bin ja allein unterwegs. Der Thorsten ist auch hier unterwegs. Der weiß Bescheid, dass ich hier bin. Der ist hier quasi ums Eck. Also mir kann hier nichts passieren. Und wenn doch, er ist in der Nähe und kann Hilfe holen. Aber sowas sollte man natürlich nie alleine machen. So, könnt ihr mal sehen. Da unten geht es jetzt rein. Das ist definitiv nichts für Leute mit Platzangst. Weil es hier doch schon ein bisschen gemütlich wird. Hier haben wir dann mal wieder einige Metern so ein bisschen eine größere Kammer. Und hier kann man auch schön sehen, diese ganzen Brocken, die hier eigentlich nur verkeilt sind. Gut, hier geht es natürlich dann nicht weiter, ist alles ein bisschen zu eng, aber ich kann jetzt hier zumindest schon mal aufrecht drin stehen. Aber das ist natürlich jetzt hier noch nicht das Ende, denn da geht es noch ein bisschen weiter. Da geht es jetzt Füße voran, weiter. Jetzt wird es hier ein bisschen schwierig, weil ich mich jetzt hier hoch über den Stein drücken muss. Aber dadurch, dass das hier alles schön lehmig ist, kommt man hier gut rutschend voran. Ich glaube, da sieht es nach Ende aus. Mal ein Stück zurück, die mich mal drehen kann. Ja, viel Platz ist hier nicht. Gucken, aber hier so oben. Ja. Ja. Bums, ich weiß, ihr seht gerade nur erdreich. Ja. Und hier ist dann nach schätzungsweise 15 Metern Ende. Das ganze lose Erdreich hier sieht so aus, als wäre das mal von dort hinten abgesackt. Es könnte also Material von der Erdoberfläche sein. Natürlich ist auch hier wichtig, immer zu prüfen, was sagt mein Wetter hier unten drin. Das ist ein tiefgelegener Punkt, der ist natürlich prädestiniert dazu, dass sich hier CO2 sammelt. Leicht erhöhte Werte, was heißt leicht? Wir haben jetzt 0,30 Volumenprozent. Das ist gar nichts. Aber ich denke mal, wenn man sich hier länger unten aufhält, vielleicht auch mit mehreren, könnte das hier ganz schnell zu einer unangenehmen Luft führen. Dann
Wollen wir uns mal wieder so langsam auf den Rückweg machen. Füße voran sind wir rein, Kopf voran, mehr oder weniger auf allen Vieren, geht's jetzt wieder raus. Schon. Da geht Ausgang. Das war jetzt hier einmal der hintere Teil. Jetzt gehen wir wieder nach vorne in die Höhle und da zeige ich euch dann, was wir da sonst noch gefunden haben. Also bis gleich. Oh, bin jetzt wieder im vorderen Teil der Höhle. Hinter mir praktisch die große Kammer und es geht jetzt hier über die Leiter da hoch in den hinteren Teil. Sind jetzt hier in so einem kleinen Räumchen. Da hinten geht es jetzt aber weiter. Ja, Deckenhöhe ist niedrig. Das ist jetzt auch mal ein bisschen größer. So eine größere, mittelgroße Kammer haben wir hier. Und da unten, da geht es noch ein kleines Stück weiter. Dort oben ist dann da schon, wo man hingucken kann, Ende. Theoretisch geht es dort unten noch weiter. Ja, ihr seht das jetzt alles ein bisschen verdreht. Damit ihr mal so ein bisschen Gefühl dafür kriegt, wie eng das hier ist. Also Platzangst ist hier fehl am Platz. Joa. Hier ist Ende, ich komme mit meinen Füßen nicht mehr weiter. Aber man sieht man hier noch, ja, wie bedrückend das hier sein kann.
Nichts für Leute mit Platzangst. Aber ach, ich find's bequem. Ja, ich bin verscheuert, ich weiß. Naja. Oh, wieder raus. Schon anstrengend. Ja. Also erstmal so ein bisschen zu dem Bereich hier. Das ist gar nicht so einfach hier zu filmen. Aber eine Stelle, die habe ich noch für euch. Und die schauen wir uns jetzt an. Wo wir jetzt reingehen, ist einmal diese Ecke hier. Die hat der Thorsten letzten Samstag im Schweiße seines Angesichtes mit primitiven Mitteln freigelegt. Ah, da schauen wir jetzt mal an. Oh. Hohlraum. Rein theoretisch könnte man unten noch graben, aber dafür ist doch erstmal der Wackermann hier weg. Und hier vorne geht's halt auch nicht mehr weiter. Und größer ist das Ding hier dann nicht. Hallo? Oh. Hier oben haben wir noch eine Öffnung. Da ist der Mike. Alles klar? Alles bestens. Oh, ist das lehmig alles. Ja, das ist lehmig und klebrig. Ach ja. Ja, das ist nämlich hier eine klebrige Suppe. Ich muss hier auch rückwärts wieder raus. Boah. Ja, so. Und aus diesem Loch geht's direkt weiter. Das hier. Links. Jetzt auch noch Raum, würde ich es jetzt nicht bezeichnen, so eine größere schmale Spalte, die wir durch das Freilegen von der einen Ecke dann auch noch gefunden haben. Das sieht man eben selbst. Ja, doch hier wieder nichts für Leute mit Platzangst. Wo ich jetzt liege, ist jetzt schon eine mit der breitesten Stellen.
wenn es schmaler wird. Da wird es dann schon ein bisschen enger. Hoppala. Da sieht man, das ist Material, was von oben irgendwann mal nachgerutscht ist. Jo, nicht viel Platz. Und da geht's jetzt wieder zurück. So. That was. Ja, das war's hier mit den neuen Gängen aus der Kattensteinhöhle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich schon darauf, wenn ich mir jetzt sauber machen darf. Ja. Der Thorsten taucht auch wieder aus der letzten Ecke auf. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö.